Hallo, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wir müssen nach Westen. Hallo, ja, Kimble, kommst du hallo, mit? Hallo, grüßen, was und geht ab? Und Mary, kommst du auch mit? Hallo, yeah, ich grüße euch. Schön. Boah, guck mal, wir sind so schnell, wir hauen den hier voll in rein. Bam, ist so kaputt. Voll in die Fresse rein, genau. Zu Staub zermördert. Auf nach Westen. Zermördert. Genau. Also bist ja doch richtig falsch gelaufen für uns. Ja, aber ist ja eigentlich ganz cool, wenn man zwischendurch mal so eine kleine Stadt besucht. Stirb, ja, du kühle Vogel! Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Kann man mal mitnehmen, ja. Mal so ein kleines, ja, mal so einen kleinen Abstecher im Dorf, ne? So, wir haben inzwischen ja schon ein paar hinter uns gebracht und ich muss sagen, Wahnsinn, wir hatten keinen Ausfall bis jetzt. Ja. Oh mein absolut. Gott! Absolut. Ah, ich muss mal langsam anfangen, hier meinen Charakter auch zu synchronisieren, wenn er was auf die Ombe kriegt. Oh, ich habe, glaube ich, ein Level abbekommen. Ich wähle jetzt. Was wähle ich? Ach, wenn wir gerade mal hier sind. Also ich würde einfach bloß, wie gesagt, diese Buchstaben da ändern. In deutsche Buchstaben, sage ich jetzt mal, ne? Achso, naja, wir haben gestern ja noch mit ihm ein wenig konsultiert. Ich hab das mitgekriegt. Und ich fand das mit den Bildern fand ich ganz cool eigentlich. Ja, ich finde es auf jeden Fall meine Aufnahme wert, dass die Leute mal das sehen und sagen können, wie es ist. Einzige, was mir an den Bildern halt eben nicht gefallen ist, dass dieser Effekt weggeht. Das ist dann einfach nur ein weißes Symbol. Hm. Das sieht dann irgendwie so lasch aus. Alle haben irgendwie so einen Effekt von hell nach dunkel, weißt du? Hm. Selbst die 1, also plus 1, was da dort steht, selbst die hat einen Effekt von hell nach dunkel. Und dann kommt dann auf einmal so ein plattes, einfaches Gebilde. Was ich nicht so ganz verstehe, warum das so in der ROM so anscheinend drin ist, dass dieses Icon von neben dem Pfeil, beziehungsweise die Buchstaben neben dem Pfeil, dass die nicht animierbar sind. Weil es ist ja genau ein Teil, dachte ich. So. Nee. Das besteht ja aus mehreren Teilen. Hm. Das tust du verwechseln. Ja, das wäre aber verdammt cool, weil dann könnte man da tatsächlich ein Bild reinpacken und das dann halt auch noch animieren. So, ja, klar kann man das animieren. Das ist Quatsch. Also natürlich kannst du das komplett animieren, das Teil. Das ist bloß aufwendiger. Du musst dir vorstellen, das sind 8, 9, das ist wie eine GIF-Datei. Das sind 8, 9 Bilder. Das sind 8, 9 Bilder und die tust du halt animieren, das ist das Problem. So, also tust du die 8, 9 Bilder halt dementsprechend anpassen. Dann musst du den Special fragen, ja. Nee, ich sag, das ist der Cheese macht das. Und nicht der Special. Special haut's bloß rein. Der weiß, da hat er keine Ahnung davon, wie man das macht. Da habe ich schon lange genug mit ihm drüber ausdiskutiert und geredet. Das Thema hatte ich nämlich damals, wo Cheese die Bilder gemacht hat. Mit ihm schon. Bestimmt schon 2 Stunden mit ihm geredet darüber. Also, er meinte halt auch, es wäre schon cooler, wenn die auch animiert wären. Er meinte, Special weiß aber nicht, dass es nicht geht. Also, sagt er zumindest. Aber es geht auf jeden Fall. Ich habe ja selber schon bei Crystal Beans die Animation für den Startband gemacht. Oh ja, Crystal Beans from Dungeon Explorer. Das würde ich ja auch mal noch playern. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe eine Version da, die ist komplett gefixt eigentlich. Das Einzige, was da nicht gefixt sind 2 Bücher oder so. Aber sonst ist die schon eigentlich vollkommen fertig. Mhm. Die habe ich da, die habe auch nur ich. Die hatte Babu mir noch, beziehungsweise die habe ich dann fertig gemacht letzten Endes. Ja. Aber Babu war ja dann auf einmal weg. Nochmal Word drüber gejagt. Ja, genau, ich hatte es mit Word und die Schrift hatte ich mir angelegt und das ist jetzt alle mit den ganzen Zeilenabständen alles angepasst. Mhm. Okay. Sehr geil auf jeden Fall, die Version. Weiß nicht, vielleicht könnten wir die könnte ich dir eigentlich theoretisch geben zum Spielen. Was ich da verdammt cool finde, ist dieses System mit dem Speicherstand mitnehmen über Code. Das Coole ist, das funktioniert tatsächlich bloß, wenn du den Charakter benutzt und deinen Namen eingegeben hast. Ah, okay. Okay. Naja, wie gesagt, ich hatte das dann mit Special, um nochmal zurückzukommen mit zu den Icons, auseinandergenommen und stopp mal, warte mal ganz kurz. Was denn? Wir kommen doch eigentlich aus dem Westen. Ja, eigentlich schon. Ja, lass hier runtergehen. Und dann nach Westen. Check ich nicht. Nee, wir kommen nicht aus. Doch, eigentlich schon. Na, wir sind ja danach wir waren im rechts Osten gelaufen. Ja, wir kamen mit der Schildkröte auch im Westen an. Aber du weißt schon, dass rechts Osten ist, ne? Ja, ja. Ach so, ja, und dann meinst ganz du mit am Anfang meine ich. Ja. Ja, ach so, das sollte man beobachten, ne? Stimmt eigentlich. Das sollte man mal auch mal drüber schauen, da hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst jetzt. Mit der Schildkröte auf der Landkarte, ne, meinst du? Mhm. Ja, das muss ja auch passen, ja klar. So, das heißt, wir müssen zum Labyrinth, müssen wir zurückgehen. Oh, das passt ja nicht. Jessica, wer muss drücken? Jemand anders muss drücken, danke. Pick nicht! Warum nicht? Oh, bam, eine geklatscht. Dumme Kuh! Dummes Mädchen! Du bist nicht mehr verflucht. Juhu!
Bill, Ben, das ist eure letzte Chance, um euch zu beweisen. Bewacht den Eingang. Auf keinen Fall. Bam. Oh mein Gott. Ich vernehme ein Handy. Ich bin Bill, du bist Ben. Okay? Ja. Okay. Weiter kommt ihr nicht. Dieses Mal bekommt ihr unsere dunkle Kraft zu spüren. Bill, Ben, wacht auf. Wir waren ein Team, erinnert ihr euch? Los geht's, Ben. Okay. Okay, dokeli. Oh, sie verschmelzen. Oh nein. Sie explodieren, oh mein Gott. Puff, Peng. Oh Gott, oh Gott. Bam, bam. Haben wir irgendwelche coolen Items, die wir auf den drauf werfen können? Nein! Ja, nicht der heilige Wasserstrahl. Ja, kannst ja mal schauen. Das wäre eine gute Idee. Mal Lucky Lucky machen. Poseidon-Schippe. Intelligenzgeist drauf. Nee, brauchen wir nicht. Nee, gut, dann einfach nur heilen und das war's. Oh ja, doch. Der Pfeil da. Der Pfeil, der Pfeil, der Pfeil. Nee, der raubt plus MP. Ach so, nee, dein Arschloch. Arschloch. Arschlos, mein Gott. Los, Mary, isst das Bonbon, das wird dir Kraft geben. Ich geh erstmal beiseite und gib mir auch noch einen Schlongsi. Ein Mao am. Kill the Boss. Kill Boss. Kill Roy. Oh mein Gott, Mist, sie werden sich gleich entschmelzen. Special so Attacks. Er kriegt so auf die Lampe, Alter. Boah, Kill, Alter, was machst du? Hast du gesehen, irgendeiner zieht dir plus 1 ab? Jo. Ist es aufgefallen? Ich weiß nicht wer, aber irgendeiner zieht hier eins ab. Ich geh mal weg und wenn dann weniger. Ja, als ich geh auch mal weg. So, mach mal Mary. Sehr gut, Mary. Das sind jetzt übrigens, die haben sich geteilt. Boah, hallo? Fackel. Immer auf wen? Aber irgendeiner zieht eins ab. Nee, Mary ist es nicht. Wie ist das? Das ist vielleicht einfach nur. Weil du schwach bist. Tim. Doch, du? Nein, pass auf, jetzt zieh ich voll ab hier. Bams. Siehst du es? Zack, bam, boom, bam! Bam, 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 ham, hui, bam! Und The Dark Hadouken Ninja. Und Hadouken! Und, I like to move it, move it! I like to move it! Shuriken! No, not the fucking Shuriken! Yeah, was geht? Mary, du brauchst eine Schnurrungsbonbon! Kill Roy! Guck mal da, wie er in der Luft schwebt. Stirb, du dreckiges Bill-Monster! Bill und Ben-Monster. Die wurden ja verflucht. Ich kill Bill. Ich kill, ja, Bill und Ben, jetzt stimmt, ne? Kill Ben. Kill Bill, du könntest mal dein Special einsetzen. Hab ich doch noch. Ah, jetzt hab ich's. Ich hab's erst gerade gekriegt, hallo? Echt mal. Kill Bill, das setzt du jetzt endlich mal ein. Setz mal ein. Jetzt endlich vor allem, ne? Weil ich gerade eben erst gekriegt hab. Wenn wir es jetzt wie Dragon Ball machen wollen, ja, dann müssten wir mit dem Kampf auch mal abbrechen und dann sagen, ja, und die Genki-Dama und deswegen eine Woche lang kämpfen wir jetzt hier weiter. Ja, dann müssen wir sagen, Kamehameha. Kamehameha und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Genau. Fängt er an. Oh, das ist so krass, ey. Mary ist dran, oder? Ne, wir beide, ne. Mary ist dran mit Shuri. Ich krieg alles ab. Ich schau drauf und Mary kriegt's ab. So ist es richtig. Mary ist halt Tank. Huch, hab ich jetzt hier Bill kaputt gehauen? Ja, du bist. Oder war das jetzt Ben? Bist du so stark oder was? Genau, ich bin übelst der Ultra-Ninja, hallo? Also wir klopfen ja zu zweit auf den Traum rum und nichts passiert und er macht ihn alleine durch den anderen. Bill, Ben, verdammte Bigel. Du mit Kudi. Oh mein Gott, ich liege auf dem Boden flach. Ja, du wurdest flachgelegt. Oh mein Gott. fühl dich besamt. So, Tal der Flammen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Gegner? Ich hab's nicht gesehen. Panikente. Oh mein Gott. Eine Kürbisbombe. Nein. Ey, immer krieg ich hier die Kürbisbomben ab, wisst ihr? Ja. Wow. Oh mein goodness. What the fucking Ninja. Weil du dich auf den Boden draufgeworfen hast und dein Bobo mir entgegengestreckt hast. Dein Bobo. Dein eingeölten Bobo. Dein Bobo-Öl. Hast du dein Bobo-Öl? Wo ich mir das nochmal angeguckt habe, ich habe Tränen gelacht. Ja, das glaube ich. Ich habe auch nochmal geguckt. Ich will nicht in die Höhle, nein. Aber da könnte ein Safe-Set sein. Ja, ab in die Höhle. Aua. Nein, es war eine Falle. What the fork? Eine Explosion wirft euch zurück. Verlieren wir da Energie? Warte mal, ich muss gucken. Boom. Die Explosion wirft dich schon wieder zurück. Los, nochmal. Nein, es verlieren keine Energie, deswegen ist okay. Ja.
Keine Energie haben wir verloren. Dafür keine. Brauchen wir ein Bombenentschärfungskommando. Ich gehe nach rechts. Ja. Rechts um! Oh, der Held kommt gerade online. Der kommt immer online, wenn wir aufnehmen. Ist irgendwie komisch. Die Explosion wirft euch zurück, man. Es gehört Mary. Spione. Es gehört Mary. Ja, ich hab's gehört und jetzt. Ach, da war eine Treppe. Aber der kommt immer online mit mir aufnehmen, so wie sehr merkwürdig. Oh mein Gott, man, kein Tomatenmann. Ein Tomatamann. Oh. Verteidigung jetzt, steigt, oder was soll das jetzt hier heißen? Nee, das ist Erdpower. Der hat sich die Erdwaffe geholt. Du kleiner Erdling. Er hat sein Schwert mit Erde gemacht. Das nützt nichts gegen ein Pflanzen-Pokémon. Gegen die ultimative Power. Das wäre so fett, wenn man ja jetzt doch die manche Gegner hier tamen könnte. Oh, Alter, das wäre so geil. Ja, leider. War das damals leider nicht geil. So in. Ja. Aber es kam dann kurz. Und jetzt, pass auf, wir kommen da nicht hin, weil bam, eine Explosion versperrt euch den Weg. Nee, weil bam, Debian abgibt. HP und MP aufgefrischt. Do you wanna save? Ja, Mutti. So. Tal der Flammen. Warte mal. Ich will mal noch was anderes tun. Weiß nicht. Ich will mal unsere. Die Schokis wieder auffüllen und so ein Scheiß. Ja, tipp. Da, der Popoöl. 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 Mama Popoöl. Mama Popoöl. Und das normales Popoöl. Nee, Papa Popoöl, Mama Popoöl. So, dann lass uns mal Wurfpfeil gegen Popoöl. Was auch immer das Popoöl macht. Die Flöte brauchen wir nicht mehr im Moment, ne? Dann nehmen wir noch Mama Popoöl mit. Und die Poseidon-Schuppe brauchen wir bestimmt auch nicht. Deswegen nehmen wir jetzt. Die Flöte brauchst du eigentlich bloß rausholen, da kannst du ja eh immer, weil da nie Gegner sind am Strand. Quallenöl. So. Sternkraut. Naja, kann man ruhig mal dabei haben, das Sternkraut, da können wir einen schönen Tee draus kochen. Das ist das Kraut, wenn du aufs Maul kriegst. Ja. Sternenkraut. So, oh mein Gott, sie bleiben mitten über der Welt. Ich kann's gar nicht sehen. Stopp. Sie bricht zusammen. Kein Schritt weiter oder das Mädchen landet in den Flammen. Juhu, Flammen. Was? ETF. Pfeil. Ach so. Voll in die Fresse. Wie ich sehe, habt ihr Gesellschaft mitgebracht. Nun, bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Kennst du das hier? Kimura-Katze. Juhu. Wie heißt das hier? Hangover? I got a hangover. Nee, kennst du das, wo der den Elektroschrocker in die Fresse kriegt? Bei den kleinen Kindern? Oh nee, kann ich mich leider gerade nicht. Ich hab nur den zweiten Teil geguckt. War das da zufällig? Ja, das war der zweite. Ich kann mich da aber nicht dran erinnern. Ich kann mich noch an das Mike Tyson-Tattoo erinnern. Ja, da wo die Polizei quasi den Typen die drei mitgenommen hat und die kleinen Kinder durften die dann bestrafen. Ach so. Und dann tut das eine Kind den Elektroschocker voll in die Fresse. Das war glaube ich sogar der erste Teil. Nee, es war der zweite. Es war der zweite. Okay. Auf jeden Fall habe ich gerade dran gedacht, wo der den Pfeil, der an der Fresse geschossen hat. Und da muss Elektro sein. Na gut, okay. Du, Luffy, bin ich froh, dich zu sehen. Wie geht es, Jessica? Ich denke, hallo? Ach so, nee, Luffy hat sich geguckt, wie der geht, Alter. Kilbel, drück du mal bitte. Danke. Nee, du bist doch. Nee, ich kann nicht drücken. Sie ist bewusstlos. Aber die Halskette ist weg. Somit besteht die Möglichkeit, dass sie sich bald wieder erholt hat. Ich packe sie in meinen endlos großen Sack und nehme sie einfach mit. Die nächstgelegene Stadt ist Dean. Ich bringe Jessica dorthin. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, es heißt Dean. Das ist Englisch. Dean. Das wurde nicht richtig. Also, Dean. Es wurde ja im Grunde die englische Version daher genommen und die wieder vom japanischen letztendlich. Und deswegen heißt es hier Dean. James eigentlich Dean. Könnten, wenn wir es jetzt richtig machen wollen, müssten wir jetzt wahrscheinlich D-I-N oder so schreiben. Hier ne? Also cool, auf Deutsch dann. Hier wäre es jetzt cool, wenn da stehen würde, ihr kümmert euch um Bigel. Ja, das wäre auf jeden Fall, obwohl es ja fast ein Befehl, ne? Ja, natürlich. Ja, das ist ein Befehl. Pig, das ist ein Befehl, kümmere dich um Bigel, hau ihr den Kopf runter, Alter. Aber war da auch ein Ausrufezeichen am Ende? Da kann man doch hinmachen. Nee. War keiner, ne? Nee. Halt! Aber, oh mein Gott, aber ein Befehl muss immer mit Ausrufezeichen geschrieben werden. Haha, die Energie vom Mana-Stein des Feuers. Jetzt ist sie frei. Juhu, Feuer! Jetzt ist sie frei. Schade, dass ich Jessicas Seele dafür nicht nutzen konnte. Ich musste Bills und Bens nehmen. Wie nett. Ihre Opfer waren nicht umsonst. Mein Meister, mein dunkler Prinz,
Das heilige Land ist unser. Mein dunkler Prinz, ich bin ein blödes Mädchen. Der dunkle Prinz. Soll ich ihn anfassen? Haben wir schon Level 25? Nee, ne? Nö. Nein, aber ich will. Aber wir müssen doch irgendwo Vesuvio herbekommen. Kriegen wir wahrscheinlich auf Weg oder so. Vielleicht. Ich pack's trotzdem mal an. Willst du dich weiterentwickeln? Dann musst du noch ein bisschen leveln. Du weißt. Drückt so schnell. Hallo. Ja, wir hatten da jetzt gedrückt. Pick. Pick? Das haben wir nicht gelesen. Das können wir in der Aufnahme nochmal Pause drücken. Ja, okay, wir auch als Szene. Anscheinend sind alle hinter dem Mana-Schwert. Na, normalerweise drückst du an das Ding dran und sagst, du brauchst noch mehr Level. Ja, normalerweise, aber nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal tun sie es noch untersuchen. Die sind ja blöd. Ja, böse Dinger. Wenn das Schwert in die falschen Hände gelangt, dann gibt es eine erneute weltweite Katastrophe. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir müssen uns beeilen und die restlichen Mana-Geister finden. Yeah, so, da ist er doch. Den habe ich doch gesucht. Guck mal, der hat eine dicke Nase. Wisst ihr eigentlich, warum der Vesuvio heißt? Vesuvio. Vesuvio, ja. Wisst ihr, warum das da heißt? Es gibt nämlich einen Vulkan, der ist übelst alt. Der heißt Vesuv. Der heißt Vesuv, genau. Und wenn der ausbricht, dann liegt in Italien. Genau. Und wenn der ausbricht, haben sie schon gesagt, der muss einen übelsten Ausmaß haben. Wenn der mal ausbricht, also was sie gemessen haben, wenn der ausbricht, das muss eine übelste Welle geben, ey. Mega Welle. Ja, also es soll der stärkste Vulkan sein, der auf der Erde ist, wenn er ausbricht. Oh ja. Aber er ist noch nicht ausgebrochen. Das letzte Mal vor paar Millionen Jahren ausgebrochen, da hat er auch ein übelst krasses Pack-Pum gemacht. Und dann sind die Dinos hinfortgegangen. Und deswegen heißt Feuer gleich Vesuvio, weil es irgendwie in das Verbindung halt, ne, mit dem Vulkan und so. Ja. Okay. Kill Bill, magst du den sprechen? Nee, ich kann nicht so gut Feuer. Feuer, warte. Oh, ich weiß ja, nicht, dieses Weib. Spricht der so oder spricht der anders? Nee, der klingt feurischer. Was, wie? Feurischer? Feurischer. Flammen. Oh ja, dieses Weib wird für das, was sie meinem Mana-Stein angetan hat, bezahlen. Jetzt wird nur dieses Zisch. Genau. Weil der brennt ja, weißt ja. So? Bam, 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 bam. Mit jemand bezahlen. Ja, so. So ist es schick. Dauer zu sein. Ja, man könnte sagen. Cool. Ja, man könnte sagen, ich koche vor Wut. Mein Schatz. Also, willst du uns helfen? Überlass das nur mir. Danke. Gern geschehen. Okay, wir gehen da mal in eine Hollywood-Schaukel, setzen uns hin und gucken zu, wie der alles macht. Yep. In die Mana-Schaukel. In die Mana-Schaukel, genau. Vesuvio schließt sich an. Vesuvio joins your party. Oh yes. Wir sind so geil. Ding, 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 ding. Und in diesem Sinne sind wir bei 18 Minuten 15. Und gehen nicht zum Speicherpunkt und gehen nicht bei Rot über die Ampel. Genau, speichern. So Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Und mach's gut, Kill Bill und Mary. Tschüssi. Wir gehen jetzt noch speichern und dann schalten wir direkt in den nächsten Part hinein. Dann switchen wir. Wir switchen. Ja. Switch. Switch. Ach nee, wollte man nicht eigentlich heute twitchen? Ja, aber mitten in der Woche am Tag ist auch blöd. Ja, ja, ist recht. Wir machen das mal wann anders. Am Wochenende so. Zur Not wir auch mit einem anderen Spiel. Also Leute, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Ciao. Tschüss.